Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum. Da sind wir auch wieder in der Anstalt der Irren. Frank hat Gordon in seinem Zimmer niedergeschlagen. Wenn ich ihn nicht aufspüre, wird Gordon sterben. Ja, in der Anstalt der verrückten Superschurken und wir müssen den Detektivmodus wechseln wie eh und je. Und hier müssen wir uns mal näher umschauen. Bowles hat seine Flasche fallen lassen. Schlampig. Mal sehen, was der Forensik-Scanner empfängt. Welche Flasche? Die mache ich ja noch gar nicht aus, diese Flasche. Auch wenn Bowles ja eine Flasche ist. Aha, was haben wir denn da? Aha. Das können wir mal scannen. Das ist die Flasche mit Whisky oder so. Alkohol, 42%. Ich kann Alkoholspuren von Franks Bourbon in der Atmosphäre ausmachen. Oracle, ich habe eine Spur. Das ist toll. Folge ihr. Ich sammle alle Informationen zu Arkham, die ich finden kann. Vielleicht nützen sie uns später. Neues Ziel. Verfolge Gordons Bewegung, indem du Bowles Whisky-Spur folgst. Tja, Alkohol kann tödlich sein. Moment mal. Theoretisch? Diese von WayneTech entwickelten Kontrollpunkte sind gegen Hackerangriffe gesichert. Die Subsysteme wurden von Lucius Fox entwickelt. Aber vielleicht... Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Schade. Kriege ich so nicht auf. Okay, Alkoholproben. Wo führen die mich denn hin, diese Alkoholprübchen, hä? Müssen wir da nochmal zurück, oder was? Transferschleife? Moment mal. Ja, die führen mich doch tatsächlich hier hin. Das müssten doch so Alkoholspuren sein. Ah, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da haben wir wieder Alkohol. Ja, ja, wir kriegen dich, Bowles. Wir kriegen dich, Bowles. Und damit auch Commissioner Gordon, den Bowles ja entführt hat im Namen von Joker. Die Alkoholfahne, die leichten Spuren des Alkohols in der Luft haben ihn verraten. Und genau diesen folgen wir jetzt. Langsam aber sicher nähern wir uns dem Ziel. Telefon. Geht doch mal einer dran hier. Bing. Ah, da war doch noch ein Klappergebiss hier. Zack. Okay, dann gehen wir jetzt hier durch. Hey, wen haben wir denn da? Blöd. Unzuverlässig. Wie ist Joker freigekommen? Sei still. Was ist los? Batman! Mr. J will nicht, dass du uns schon verfolgst. Nette Überraschung, Quinn. Aber nicht gut genug für uns. Sag mal, was ist passiert? Wie fandest du das, Batman? Jetzt kannst du uns nicht mehr folgen. Du bist nach unten gefangen, wenn ich und Mr. J Zeit haben. Ha, ha, ha. Ja, und die kleine verrückte Maus folgt Joker. Gordon wurde mit dem Fahrstuhl an die Oberfläche gebracht. Wenn ich ihnen folgen will, muss ich es auf die altmodische Weise tun. Bis in den Tod, wie ich das sehe. Sie geht da ziemlich blind vor, denn Joker nutzt jeden aus, wie wir wissen. So. Aber wir können erstmal mit Henry Smith sprechen. Ich glaube, das war Joker. Wer noch? Ich hab's ihnen gesagt, er ist ein Monster. Sie sollten ihn grillen. Beruhige dich. Ich halte ihn auf. Henry, wir kümmern uns darum. So, jetzt erstmal wieder in den Detektivmodus. Die Alkoholspuren ausmachen. Sehe um die Ecke vielleicht einfach nur. Ein bisschen Glück wäre das natürlich der Fall. Hier sehe ich jetzt keine Spuren mehr. Das bedeutet, er ist wahrscheinlich den Aufzug hochgefahren tatsächlich. Den natürlich unsere liebe junge Frau. Ja, da müssen wir uns dann hochmanövrieren. So. Na, was ein Glück, dass wir diese tollen Gadgets haben.
Angle dich entlang, bis du Platz hast, um nach oben zu klettern. Kennen wir ja, alter Hut. Hey, Bess! Ich weiß, du kannst mich hören. Ich hab dir was du dir anhören solltest. Harley und Frank sind mit dem alten Mann schon fast aus dem Gebäude raus. Ich wollte sie an all den Wachen vorbeikommen. Hören wir mal zu. Hey, Frank! Wo warst du? Es kommt noch mehr von Jokers Männern her. Auf dem Weg zum Anschalteingang. Ihr müsst verhindern, dass er reinkommt. Schnell! Kommt schon sicher den Haupteingang! Wie viele sind es, Bones? Warte mal, jetzt zum Teufel, weißt du was? Bones! Frank, was machst du da? Nein, leg das hin! Frank, was zum Teufel? Quinn, es ist sicher! Wir legen sie ihren Arsch hier rüber! Du bist mir einer, Frankie! Ein Mädchen könnte dich in einen Mädchen. Flirte nicht mit der gemieteten Hilfskraft, mein Liebling. Es kommen jede Minute noch mehr Wachen vorbei. Lass sie nicht entkommen. Keine Angst, Lüse. So weit ich ja nur Augen für dich. Hast du das gehört, Bats? Sieht aus, als ob das mit Frankie gut läuft. Ein weiteres wertvolles Mitglied für die Organisation. Der natürlich gerne Gefängnisdirektor werden will, wie wir erfahren haben, in Erfahrung gebracht haben. Achtung! Wir haben zurzeit einen Kategorie-Alpha-Rot-Sicherheitsalarm. Dies ist keine Übung. Oh. Melden Sie sich bei Ihrem Stationsleiter. Na, wenn das mal kein guter, schwungvoller Hechtsprung ist darüber, obwohl ein Sprung ist es ja gar nicht. Eigentlich ziehen wir uns ja nur an so einer Leine heran. Tja. Und Joker und Quinn und ihr kleines Techtelmechtel? War da ein bisschen Eifersucht von Joker zu hören? Könnte sein. Benutze das Umgebungsanalysewerkzeug, um kryptische Symbole zu dechiffrieren. Okay. Umgebungsanalyse, Objekt zu klein. Warte, vielleicht muss der einfach näher ran. Chronik von Arkham. Entschlüsselte Nachricht, Nummer 1. Aufzeichnung entschlüsseln. Ich bin der Geist von Amadeus Arkham. Durch meine Handlungen habe ich diese verfluchte Stadt gerettet. Aber mein Fluch ist es, für immer verborgen zu bleiben. Meine Geschichte ist in die Seele Arkhams geschnitzt und wird nur denen enthüllt, die begierig genug sind, sie zu entdecken. Tja, das ist ja spektakulär. Mann, Mann, Mann. Okay. Die Wachen haben nicht gerade alles gegeben. Joker hatte recht, das ist einfach. Na, dem haben wir es gezeigt. Er ist hier! Guten Tag, die Dame. Na? Okay, ihr kommt alle noch dran, keine Sorge. Das wird wehtun. Das tut weh. Vor allem, wenn ich einen Critical Hit attackiere. Ja, bam, bam. Bim. Na, Gesichtsmassage. Maximaler Combo-Bonus. Hast du eine Spur von Dad? Noch nicht, aber ich nähere mich der Sache. Harley Quinn wollte mich aufhalten. Sie hat versucht, mich unter einem Fahrstuhl zu begraben. Hat's geklappt? Nein. Ich melde mich wieder, wenn ich die Spur zu Ende verfolgt habe. Okay, hier geht's nicht durch, aber ich denke mal, hey, da vorne ist doch ein Lüftungsschacht, oder? Der scheint auch zu sein. Tür verschlossen, da kommen wir nicht weiter. Gut, dann mal hier durch den Lüftungsschacht. Na kommt schon! Auf mit dem Ding! So, und jetzt einmal hier ab in die Hocke und weiter geht's. Ab durch die Spinnenweben. Hereinspaziert in die gute Stube. Sie müssen das nicht... Okay, der Boss sagt, keiner kommt hier durch. Wenn sich was bewegt, schießt. Jeder, der hier langkommt, ist tot. Verstanden? Okay. Oracle, Jokers Männer haben die Kontrolle über den Transferkorridor des Zellenblocks übernommen. Das ist nicht gut. Ich habe mich in das Funkgerät eines Wärters eingeklinkt. Hört sich an, als hätten Jokers Männer jetzt Waffen. Ich weiß. Ich stelle den Maskensichtmodus so ein, dass er bewaffnete Gefolgsleute erkennt. Der direkte Weg ist Selbstmord. Ich muss schlau sein und einen anderen Weg vorbeifinden.
Na, dann sind wir doch mal so schlau und nutzen die Wasserspeier, die zufälligerweise hier in dieser Gefängnisanlage aufgestellt wurden. Ist doch egal. Ja, er ist schon so gut wie tot. So, ich glaube, die können wir doch eigentlich in Ruhe lassen, oder? Oder sollen wir die noch plätten? Oder sollen wir die umhauen? Ich meine, ich könnte es mal probieren, aber andererseits denke ich, hey, warum? Wir wurden so cool jetzt, wenn wir uns da drum manövriert, da brauchen wir uns eigentlich gar nicht mit denen anzulegen, oder? Immerhin haben wir hier noch ein Opfer. Sieh nur, wer das ist, ne? Einer deiner Spitzenbohren. Ich glaube, ich sollte lieber meine Jungs warnen, dass du unterwegs bist. Oder vielleicht doch nicht. Ist doch eine nette Überraschung. Ja, und Joker, der mag das Spiel. Joker, mein Freund, wir kommen. Und wir haben noch das Ass im Ärmel. Naja, haben wir eigentlich nicht. Joker ist auf jeden Fall vorbereitet. Joker mit einem schnellen Update darüber, was es so Neues in der Anstalt gibt. Irgendein Idiot, der sich als Fledermaus verkleidet hat, rennt durch die Anstalt. Ich weiß, verrückt. Ich glaube, die beste Lösung wäre, ihn von seinem Unheil zu erlösen. Das ist die einzige zuverlässige Heilung. Adios. Batman ist so gut wie tot. Bist du dir sicher? Oh, den hätte ich eigentlich mit dem Gleittritt ausschalten können, aber irgendwie hat das jetzt nicht so funktioniert, wie ich wollte. So mache ich gerne, Jungs. Keine Angst vor der großen, bösen Fledermaus. Ja, gut reden. Wir stecken hier unten fest. Und jetzt hier. Gute Nacht, mein Freund. Okay, haben wir irgendwelche Informationen oder ähnliches? Gehen wir nochmal in den Detektivmodus. Können wir uns da vorne wieder rüber manövrieren? Wuppel die. Das ist nur ein Typ, der sich gerne als Fledermaus verkleidet. Wenn man darüber nachdenkt, kann das einem wirklich Angst machen. Ja, gib uns Befehle und dann setz dich in einen sicheren Raum, während wir Batman bekämpfen. Was war das? Boah. Also die Waffen sind schon nicht ohne. Dachtest du, das wird so leicht, Dad? Ich hab doch ein paar von meinen Jungs zu dir geschickt. Mal sehen. Joker will, dass er gefunden wird. Schwärmt aus! Er könnte überall sein. Dann haltet die Augen offen. Und jetzt los! Okay, also bewaffnete Gegner sind echt keine nicht ohne. Sorge, Jungs. Ihr könnt es schaffen. Er hat keine Chance. Wo zum Teufel ist er? Nee, hier will ich nicht rüber. So, jetzt langsam mal sicher. Runter. Hörst mir, hast du verstanden? Eckendeckung. Und zack. Das wäre die Nummer 1. Und Batman ist euch auf den Fersen, liebe Freunde da draußen. Die gar keine Freunde von uns sind. Er ist ein Mensch. Ein Mensch, der sich wie ein Verrückter anzieht. Eigentlich so an die Zähne, bis an die Zähne bewaffnet ist Batman ja gar nicht. Kann man ja eigentlich nicht behaupten, weil Batman ja auch gar keine Schusswaffen oder sowas benutzt und eigentlich er probiert auch seine Gegner nicht zu töten. Verspeisen dich zum Frühstück. Wirklich. Ein paar von denen gefällt das auch noch. Sei vorsichtig.
Okay, das war ein Bann von Harley Quinn. Hey, da wollte ich mich gerade hier dem Typen widmen. Na, dann komm mal rüber hier. Ach, will den Spaziergang nicht mitmachen, scheinbar, ne? So, und jetzt der Nächste, bitte. Komm her. Ich werde dich töten. Wo bist du? Ah, da. Und Knockout. Gut's Nächtle. So. Du hast schon wieder gewonnen, Bats. Genieße es. Ich krieg dich das nächste Mal. Da bin ich ja mal höchst gespannt. Und das nächste Mal ist natürlich in der nächsten Folge, liebe Freunde. Bis dahin.